Wir begrüßen Sie zur Wochenendausgabe im DigiWett-Studio. Was für ein Wochenende steht an? Wir können uns jetzt aussuchen. Also entweder toll, dass so schlechtes Wetter ist und wir die ganze Zeit vor der Kiste hocken können, oder andersrum gut, dass wir vor der Kiste hocken können, weil das Wetter so schlecht ist. Denn das Wochenende bietet für einen jeden was. Bei der Ski-WM gibt es herausragende Entscheidungen. Wir sind gespannt, ob auch alle gesund sind. Dann gibt es Boxen und in der Fußball-Bundesliga. Da gibt es das volle Paket. Kein Freitagabendspiel, aber am Samstag das Sixpack. Und wir wollen, wie immer freitags, mit einem Prominenten reden, fragen, tippen und spielen. Und wir begrüßen jetzt, Achtung, aufgepasst, kennen Sie dieses Gesicht noch? Selbstverständlich. Uli Borowka, hallo. Hallo, hallo, schönen guten Tag. So, dann setze ich mal die Brille auf, um dann mal den etwas Jüngeren zu sagen, dass Uli Borowka 388 Mal in der Fußball-Bundesliga gespielt hat. 19 Tore nur, hat natürlich damit zu tun, dass er Verteidiger war. 6 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Und natürlich, Uli, stellen sich als allererstes auch diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, denen ich gesagt habe, Mensch, Uli Borowka ist am Freitag mit dabei beim DigiBett-Studio, die Frage, was machen Sie jetzt überhaupt? Ich lebe seit 10 Jahren in Berlin und kümmere mich eigentlich um unseren Nachwuchs in Deutschland. Ich organisiere Fußballferiencamps, ich gehe in Vereine und trainiere Kinder und wir trainieren auch auf der AIDA die Kinder. Wir gehen morgens von Bord und trainieren jeden Morgen auf einer anderen Insel. Also das heißt, auf dem Schiff, geht da nicht ganz blöd gefragt, geht der Ball nicht immer über die Reling fliegen? Wir gehen ja vom Bord. Wir sind auf den Kanaren oder im Mittelmeer und haben unsere Plätze gleich in der Nähe vom Hafen und verlassen das Schiff logischerweise, um mit den Kindern auf wunderbaren Plätzen wie in Madeira beim Erstligisten zu trainieren oder aber auch auf den anderen Inseln. Und das läuft das ganze Jahr über durch? Nein, es gibt da 2 Termine, einmal im April und einmal im Oktober, jeweils eine ganze Woche. Und Rainer Bonhoff ist zum Beispiel mit dabei und die Ajewi-Brüder. Und es macht einen Heidenspaß, also mit den Kindern zu trainieren. Und ich mache das seit über 10 Jahren, nur noch im Jugend-, im Kinderbereich, Wochenendcamps und sowas alles. Und das ist mein Ding. Alles andere in Sachen Fußball wollen Sie nicht mehr? Oder wollen Sie nicht irgendwann mal einen Trainerschein machen? Oder haben Sie den sogar? Ich habe die A-Lizenz, ja, die zweithöchste. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Ding. Ich denke, ich wäre ein guter Co-Trainer gewesen. Cheftrainer sind andere. Wir sehen ja sehr viele in der Bundesliga, die es gut machen oder weniger gut. Co-Trainer wäre mein Ding gewesen. Und es gibt viele andere Sachen, um die ich mich logischerweise jetzt in meinem Leben noch kümmer. Ist Pierre Littbarski, um dann den Bogen direkt aufs Wochenende zu kriegen, ist Pierre Littbarski ein guter Cheftrainer? Und wie finden Sie das, dass er seinen Spielern gesagt hat, so passt mal auf, jetzt bin ich nicht mehr der Litti, jetzt bin ich der Herr Littbarski. Ist das nicht ein bisschen albern? Ich finde es ein bisschen komisch. Im Endeffekt zählt sowieso nur, ob er jetzt gewinnt. Und wenn er gewinnt, dann sagen alle, es ist ein guter Trainer, der bleibt. Und wenn er verliert, dann nehmen sie vielleicht nächste Woche schon den Hans Meyer. Also das ist alles zu schnell und die haben kaum eine Zeit. Und ich kann mich auch nicht so umstellen, wenn ich erst Co-Trainer bin und dann duzen mich alle und dann auf einmal bin ich nur noch mit sie anzureden. Finde ich ein bisschen albern. Aber wenn wir das jetzt so hören, dann sind sie ja noch sehr drin in der Fußball-Bundesliga, also beschäftigen sich schon noch sehr intensiv damit, oder? Ja, das muss ich ja aus dem Grunde, weil meine beiden Vereine, ich habe ja nur 2 Vereine gehabt, Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen in 16 Jahren, weil beide Vereine um den Abstieg kämpfen und das tut mir schon sehr weh. Deswegen interessiert mich das schon, das muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wollen wir doch mal jetzt gleich direkt hier auf die Seite gehen. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt das Sixpack am Samstag, kein Freitagabendspiel. Und wir fangen dann einfach mal oben an zu tippen. Bayern München gegen 1899 Hoffenheim. Also für einen Auswärtssieg würde es 7,85 Euro geben.
Ich glaube, da könnte man eigentlich mal ein paar Euro setzen, weil bei den Bayern ist in dieser kompletten Saison der Wurm drin. Es ist was machbar, aber ich glaube schon, zu Hause werden die Bayern irgendwo das Spiel doch irgendwie einfahren und knapp gewinnen. Dann klicken wir hier mal an. Das gibt dann 1,40 €. So, Schalke gegen Freiburg. Felix Magath ist jetzt bei Facebook und viele sagen, er will jetzt kuscheln. Alle sind gespannt, wie das denn morgen ist, wie die Fans jetzt morgen reagieren. Wie wird denn dieses Spiel ausgehen? Freiburg ja auch eine der sympathischen und der Überraschungsmannschaften. Das mit Sicherheit. Und ich gehe aber davon aus, dass die Schalke das Spiel gewinnen müssen und dass Felix da, wie gesagt, in der ganzen Saison gewisse Probleme hatte. Das hat auch jeder gesehen. Aber irgendwie werden sie das schon hinbekommen. Also ich tippe auf einen Schalker Sieg. Ist angeklickt. So, jetzt kommen wir zu einem Spiel, das da heißt Stuttgart gegen Nürnberg. Ich verbinde bei Stuttgart mit Uli Borowka immer, ich war damals dabei, die Meisterschaft von Werder Bremen. Jubel, Trubel, Heiterkeit inklusive Ermüdungsbecken, beeindruckende Bilder. Sowas hat sich dann irgendwie eingebrannt, das vergisst man nicht, ne? Das ist richtig. Es ist immer noch im Kopf, die einen oder anderen Spiele und gerade das Entscheidende in Stuttgart. Wir waren, glaube ich, punktgleich mit den Bayern und waren nur ein Tor besser und haben da dann nochmal gewonnen und haben die Meisterschaft gefeiert. Das bleibt schon hängen. Wie tippen Sie denn Stuttgart gegen Nürnberg? Aus alter Verbundenheit zu dem Stadion, wo Sie einst Meister wurden, was auch ein bisschen umgebaut worden ist, aber trotzdem. Aus alter Verbundenheit zu dem Stadion war wunderbar, dass wir da Meister geworden sind, aber ich muss auch ein klein wenig an die Gladbacher denken und deswegen hoffe ich, dass du unentschieden spielst. Okay, dann klicken wir hier mal ein Unentschieden an. So, Wolfsburg gegen Hamburg. Ja, was ist das? Muss man da jetzt auch an Gladbach denken und sagen, komm, lass den HSV mal gewinnen, ob Van Nistelrooy jetzt mitspielt oder nicht, nach seinen merkwürdigen Aussagen? Oder wie tippen Sie da? Ich habe eines der Spiele gesehen von Wolfsburg. Es ist eines meiner wenigen Spiele, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Und zwar hatte Wolfsburg gespielt gegen die Bayern. Und ich gehe mal davon aus, die Wolfsburger werden sich nach wie vor schwer tun. Und ich glaube, der HSV ge wird in Wolfsburg gewinnen. Auch mit Van Nistelrooy. Und ich glaube sogar, der macht ein Tor. Hut ab. Okay, das schreiben wir hier auf. Frankfurt gegen Leverkusen. Ja, mein alter Trainer, der Jupp Heynckes, 7 Jahre in Mönchengladbach, die müssen was machen, die wollen ganz oben dabei bleiben. Sie müssen in Frankfurt gewinnen. Da gehe ich davon aus, dass Leverkusen auch in Frankfurt gewinnt. Ist auch die mieseste Quote, denn Eintracht Frankfurt hat ja zuletzt dreimal hintereinander verloren, jetzt am Wochenende in einem bitteren Spiel, eins der schlechteren, einen Punkt geholt in Freiburg. Also das ist die mieseste Quote, 2,10 €. Naja, gut. 3,55 € gäbe es für einen Heimsieg. Aber gut, so, jetzt bin ich gespannt. Jetzt heißt es wahrscheinlich 3,75 €, denn selbstverständlich gewinnt Borussia Mönchengladbach bei St. Pauli, oder? Ja, mit absoluter Sicherheit, weil ich sag mal so salopp, sonst ist der Bart ab. Also, wenn ich die letzten Spiele sehe, die sind wieder vergeigen, zu Hause 2-0 geführt, dann sich noch gegen Stuttgart in diesem ganz wichtigen Spiel 3 reinhauen lassen. Es muss unbedingt, es geht nicht anders. Wir müssen da gewinnen, um wirklich nochmal Anschluss zu finden. Und deswegen drücke ich da wirklich die Daumen für die Gladbacher. Ist es denn richtig, dass Gladbach an Michael Fronzek festgehalten hat? Ich denke, das ist absolut in Ordnung. Genau das Gleiche wie in Bremen mit dem Thomas Schaaf. Das sind die beiden Trainer, die die Vereine gut kennen. Ich glaube nicht, dass immer wieder ein Trainerwechsel gut tut. Und das finde ich in dem jetzigen Moment alles noch in Ordnung und hoffe, dass wirklich auch Gladbach und Bremen, sagen wir mal, ja, die Kurve kriegen. Und die muss relativ schnell bekommen werden. Gut, dann tippen wir das mal hier an. Auf Bremen kommen wir immer noch nicht, denn wie gesagt, morgen gibt es ja 6 Spiele am Nachmittag, die haben wir jetzt durch. Und das Abendspiel, das heißt dann Kaiserslautern gegen Borussia Dortmund. Ja, ein Highlight. Also das, was die Dortmunder dieses Jahr spielen, was ich so sehe, muss ich wirklich sagen, da geht mir sogar ein bisschen das Herz auf.
weil eine junge Truppe, wunderbare Fußballer, also von Götze über, wie heißt der andere, Großkreuz, ne? Ja, der Großkreuz, ja. Also Großkreuz, da viele, mein man Freund. stolpert immer drüber, weil er ja auch gerne mal den Mund relativ voll nimmt. Deshalb kommt man auch gerne mal auf einen etwas anderen Namen bei ihm. Aber der heißt Großkreuz, ja. Ja, also ich muss sagen, das, was die Dortmunder dieses Jahr spielen, das ist wirklich absolut wunderbar. Es macht mir sogar Spaß, zuzugucken, und es geht gar nicht anders. Also, dass die Deutscher Meister werden, da geht gar nicht anders. Die anderen, die gewinnen keine oder kaum. Bayern verliert, Leverkusen verliert, und die Dortmunder spielen noch eine sensationelle Saison mit einem wunderbaren Fußball, und deswegen werden sie auch in Lautern gewinnen. Und zwar klar. Gut, hat ja auch Vorteile für Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Das wollen wir nicht verhehlen. Muss ich Ne? immer dran denken. Ja, ist mir schon klar. Köln gegen Mainz, Karneval gegen Karneval. 15:30 Uhr das Spiel am Sonntag. Der FC zu Hause, mittlerweile eine Macht. Das war früher nie so. Aber macht das den Unterschied zum FSV Mainz oder gewinnt Mainz in Köln? Ich tippe auf ein Unentschieden, weil die Kölner logischerweise mit Rückenwind und so, weil sie machen auch ihre Punkte. Aber ich denke wirklich, dass die Mainzer auch in dieser Saison sehr gut aufgestellt sind, eine gute Truppe haben, und die werden in Köln nicht verlieren. Deswegen glaube ich, wird ein Unentschieden. Klare Ansage, so, und jetzt beim nächsten Spiel, da kann ich schon von vornherein klicken. Das ist das Sonntagabendspiel Werder Bremen gegen Hannover. Da klicke ich mal direkt auf die 1 und Jawohl. gucke auch mal sofort, was es denn gäbe. Also wenn das alles richtig wäre, würden wir für 1 Euro 2000 Euro und 5 kriegen. Aber die letzten Wochen haben irgendwie jede Woche Samstag gezeigt, dass das unmöglich ist, quasi alle richtig zu haben. Bremen gegen Hannover. War letzte Woche Pizarros Schuss in Mainz? War das die Wende? An die Wende war es noch nicht. Aber es war eine glückliche Fügung, da noch einen Punkt mitzunehmen. Und das gibt der Mannschaft mit Sicherheit noch mal ein bisschen Auftrieb. Und ich habe gesagt, wenn sich jetzt mal die etwas altgedienten Führungsspieler mal am Riemen reißen und die anderen auch mal wieder mitziehen, so wie Frings, Mertesacker, die aus meiner Sicht brutal schlechte Leistungen bringen in diesem Jahr. Wenn die sich jetzt langsam mal darauf besinnen, dann muss es endlich passieren. Die müssen gewinnen und auch Punkte sammeln. Was natürlich irgendwo ja, nicht ein Drama, aber eigentlich ist das ein absolutes No-Go. Die Spieler haben sich einen Sportpsychologen zur Seite geholt. Ist ja alles okay, wunderbar, perfekt, passt auch und das hat wohl auch geholfen. Aber wenn du dann am Mittwoch in der Sportbild genau lesen kannst, wie die Sitzung gelaufen ist, was der Mann gesagt hat und, was eigentlich im mannschaftsinternen Kreis bleiben sollte, dann kann es ja irgendwo nicht stimmen. Da muss ich mich selber an den Kopf packen, wenn ich sowas höre und mitbekomme. Sowas ist eigentlich unglaublich. Die bringen ihre Leistung nicht. Ich sage jetzt wirklich, die Gestandenen, ja, die da immer vorweg marschieren sollen. Und wenn ein Mertesacker mit links nicht flanken kann, dann nutzt ihm auch nichts, wenn er sich einen Psychologen holt. Dann kann er trotzdem mit links nicht flanken. Und das alles noch hinterm Rücken und das alles noch öffentlich. Also sowas habe ich ja selten gehört in den ganzen Jahren. Also das geht überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Also das heißt, bei Werder muss auf jeden Fall irgendwas passieren, auch wenn sie die Saison jetzt noch heil überstehen und nicht absteigen. Absolut, absolut. Also sie werden nicht absteigen. Sie werden drin bleiben. Aber dann denke ich, sollte die Führung auch mal wirklich einen Schnitt machen. Und nicht auf das Alter schauen, sondern die Leistung ist wichtig, und einige bringen absolut ihre Leistung nicht. Ich sage es noch einmal: in Frings, in Mertesacker, eigentlich Führungsspieler, ja, dann noch so ein paar andere. Ja, also da muss was passieren, da muss ein Schnitt gemacht werden, und da muss man einfach andere Spieler holen, die dahin passen, ja, die auch noch richtig Spaß daran haben. Weil an der Körpersprache, die die Bremer ausstrahlen, das ist nicht besonders, und da bringt auch kein Psychologe was. Uli, wunderbar. Der Mann, der früher einst eine kleine Axt als Kette trug, ist jetzt wahrscheinlich auf dem Platz wesentlich sanfter. Aber Sie reden immer noch Klartext. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Wünsche Ihnen alles Gute
Danke. Und wir hören und sehen uns mit Sicherheit nochmal. Vielen Dank, Uli Borowka. Und wir sagen auch Dankeschön an Sie für Ihr Zuschauen. Wir sehen uns am Montag wieder, wenn Sie denn mögen, hier im Studio. Gucken Sie mal, was Uli Borowka alles getippt hat. Und vielleicht werden wir dann alle gemeinsam reich. Und tschüss.